sehr nervenaufreibend und sehr schwitzend. Ich schwitze, abseits, ich schwitze jetzt schon. Schiri, abseits. Hör mal. Ey, Kollege. Baumann! Ey. Weil ich die ganzen Spiele on-stream spielen will und schon 2-0 hinten liege. Ist mir aber auch egal. Baumi, überragender Pass. Nein, geh doch vorbei. Geh vorbei, das wäre so ein überragender Ball gewesen von Baumi. Oh, guter Fußball. Müssen wir nochmal abdrehen. Oh! Ich habe L1 und X gedrückt, wollte ich nur mal anmerken. Ja, wow. Ja, war dumm da aufzumachen. Damit, so. Alles noch im grünen Bereich. Alles noch im grünen. Ja, gut. Warum? Ey. Warum konnte Bibu eben auf einmal rennen? Warum kann der? Scope! Warum kann der auf einmal rennen? Junge Vogt, was ein Ball. Das ist der Boateng von Hoffenheim. Ich sag, wie es ist. Guckt euch diesen Ball an. Ilas, jetzt! Jetzt muss auf die Weekend League mit dem Partnerlied einstimmen. Keiner bleibt. Scheiße. Kann er nicht. Sag ich doch, kann er nicht. Oh, das, nein, das gibt's nicht. Oh. Gut noch zum Schuss, fake gerettet hier die Luzi. Und Bebu, der hat 96 Pace auf der Karte stehen und einen Hunter drauf. Sprachlos. Dankeschön. Baumi! Baumi! Ja! Das ist... Scheiße ist das. 54 Ausdauer ist halt echt... Ach, da habe ich das Standbild gehabt und jetzt macht er ihn. Ja. André! Ah, das Test wäre gelaufen, das soll dahin. Oh, Rudi, Junge! Ah. Junge Kramaric, er ist halt wild, ne? Ah, kann er vielleicht mal auf den Baumi gehen? Ja, jetzt, Baumi! Baumi! Ja!
Ja. Nein. Texte soll ich auch nochmal aktualisieren. Stimmt auch nicht mehr ganz. Ja. Um 4-2 ist wieder alles da. Wir können wieder alles erreichen. Kein Abseits. In die Viererkette. Jetzt sehe ich ihn beim soliden Zeitspiel. Pressing. Mal gucken. Nein, oh, wie schlecht. Der war gut. Ja! Jetzt spiele ich es ganz schön abgewichst. Und das ist aber auch kein Foul. Jetzt spiele ich es ganz schön abgewichst. Glaube ich, wieder frei aufs Tor zu. Jetzt wird darüber auf Bebu gelegt. Schade, den Elfmeter hätte ich auch nochmal mitgenommen. Mein Hugo Lloris mit einer 87 am Anfang hat sich auf eine 89 schon entwickelt. Ja, ich weiß, aber trotzdem finde ich meine FIFA-Ratings jetzt nicht unrealistisch. Was hast du für ein Skill wert? Ein Bier fürs Volk 3-0 hinten. Was hast du für ein Skill wert? Ja! So dritte Liga, Schmodderclub oder Tirol oder sowas. Nach, Dänemark, nach Deutschland geschickt. Oh, Paris Saint-Germain fragt gegen Belfodil an. Doch, Baumann. Baumann hat gerade ein 1 gegen 1. Dann sag nicht Baumi, weil Baumi ist Baumgartner. Das verwechseln alle. Was für ein Spitznamen hat denn Baumann? Ich meine, diese Leute, die dann die Insider benutzen wollen mit den Spitznamen der Spieler und dann verwechseln sie die. Schnauze, ich bin kein Hoffenheim-Fan. Du bringst mir das bald. Baumi ist jetzt da. Jetzt geht er raus. Baumi hat gerade verschossen. Baum hat eben Tor geschossen. Oh. Einseitig, ja. Baumi ist jetzt linker Flügel. Hat eine 75, perfekt. Digga, Bebu. Ich glaube. Benjamin Hübner ist auch wieder glücklich. Boah, der ist doch auf Baumi seine Rückennummer einfach gedrittelt, fällt mir gerade ein. Der hatte davor die 42, das hatte die 14. Nach aktuellem Stand tatsächlich Champions League spielen. Aber würdest du sagen, jedes Talent darf nach 70 hochziehen? Doch, Gold 3. Mit dem TSG-Team. Uiuiui. Herr, Schla-